steht jetzt am heutigen Samstag an und ich glaube, es war eine goldrichtige Entscheidung zu sagen, wir machen da nicht einen großen Staatsakt draus, sondern wir machen verschiedene dezentrale Veranstaltungen verteilt über das ganze Jahr hinweg, um so auch die Buntheit, die Vielfalt dieses Stadtteils echt und adäquat abbilden zu können. Ich glaube, dass wir dem heutigen Tag, nämlich die Neckar-Elster Vereinslandschaft, zeigen wird, was sie drauf hat, was sie kann und mit welcher Vielfalt sie hier in diesem Stadtteil unterwegs ist. Deshalb ein herzliches Willkommen an die ganzen Vereinstreibenden, die jetzt heute hier dieses Event wesentlich gestalten und wesentlich vorantreiben. Ich darf auch willkommen heißen die Damen und Herren des Gemeinderates. Ich freue mich, Herrn Pfarrer Meißner, den ich schon irgendwo gesehen habe, hier auch, dass er mit anwesend ist. Ich darf den Vereinsvertretern und Vertretern, den anwesenden Vorständen ein herzliches Willkommen sagen und vor allem aber auch Ihnen, den Gästen des heutigen Tages. Ich glaube, das Wetter bietet, so wie es gerade ausschaut, die besten Voraussetzungen, dass es ein frühsommerlicher Tag wird. Und deshalb starten wir jetzt auch gleich hier in das Programm durch. Wir werden heute jetzt moderiert durch das Programm von Pia von Hülsen und Jennifer Barth. Ich darf mich auch bei dem Herrn Sebastian Klaus für die Technik bedanken. Und ganz wichtig auch unsere Sponsoren, nämlich das Autohaus Kramling, Boris Gassert, Friseure, Huber Architektur, Johmann Installation der Sparkasse und der Volksbank und dem Wohlfühlpunkt. Und ich freue mich jetzt auf einen schönen, auf einen vielfältigen, auf einen bunten Vereinstag hier in Neckar-Elst. Genießen Sie die Aktivitäten, schlendern Sie durch die Reihen, machen Sie auch fleißig mit und genießen Sie jetzt die folgenden Aufführungen. Uns jetzt einen schönen Tag hier in Neckar-Elst und viel Freude. Applaus